Hallo Freunde, heute soll es mal um ein paar offene Fragen gehen, und zwar in dem Video, wo wir bekannt gegeben haben, dass wir jetzt im LT wohnen und auch eine Europareise antreten wollen, sind einfach einige Fragen aufgekommen. Dazu habe ich gesagt, dass wir noch ein extra Video machen. Das soll jetzt der Fall sein. Wir haben uns nochmal zusammengesetzt, haben uns hier so ein paar Fragen rausgesucht. Es wurden viele Fragen auch doppelt gestellt, dadurch versuchen wir das so ein bisschen thematisch anzugehen. Aber wir fangen jetzt einfach mal direkt an. Falls euch noch irgendwas im Nachhinein fehlen sollte oder so, schreibt es gerne unten in die Kommentare. Wir werden auch darauf dann weiterhin noch eingehen. Aber jetzt soll es erstmal losgehen. Das allererste, was oft angesprochen wurde, war eben die Finanzierung bzw. die Arbeit, die wir jetzt auf der Tour quasi aufnehmen. Das eine ist natürlich, dass wir uns Geld angespart haben. An sich haben wir die Tour so geplant oder allgemein diese Reise so geplant, dass wir nicht arbeiten müssen und auch kein Geld nebenbei verdienen müssen. Allerdings ist es so, dass ich natürlich YouTube mache. Damit verdiene ich wirklich nur ein paar Groschen, also das dürft ihr nicht zu groß sehen. Allerdings ist es natürlich so, dass ich mir größte Mühe geben möchte, das Ganze jetzt auf jeden Fall richtig schön weiterzuführen, euch mitzunehmen auf unsere Reise, und dadurch werden kleine, aber doch finanzielle Stützen dazukommen. Und ansonsten werde ich aber bezüglich dessen nichts weitermachen. Genau, ich bin Grafikdesignerin und kann unterwegs natürlich immer was machen und werde auch ein bisschen was machen. Also falls ihr Interesse an Grafik habt, dann könnt ihr uns auch gerne schreiben. Das ist zum Beispiel ja einfach ein Job, den man auch unterwegs gut durchziehen kann. Und vielleicht macht man da auch ein bisschen mehr dann einfach in die Richtung. Ich bin hauptberuflich Elektroingenieur oder war Elektroingenieur. Da ist es einfach beruflich nicht möglich, so hin und her zu reisen, weil man doch eben öfter auf Inbetriebnahme muss und so weiter und so fort. Deswegen habe ich das quasi für die Zeit erstmal komplett gecancelt. Kommen wir zur nächsten Sache, und zwar, wie macht ihr das mit dem Melderecht, Adresse für die Versicherung und Post? Das Ganze ist relativ simpel, also wir sind noch in Deutschland gemeldet, haben eine Meldeadresse bei meinen Eltern, also wir beide sind bei meinen Eltern gemeldet und kriegen da dann dementsprechend auch die Post hin. Falls wir natürlich irgendwie mal unterwegs, sei es mal ein Paket oder vielleicht entsteht mal ein Sponsoring oder irgendwie eine Kooperation, dann versuchen wir natürlich unterwegs irgendwie Poststellen zu finden oder vielleicht auch auf Campingplätze zu gehen, damit wir dann die Post dementsprechend erhalten können. So wird das in der Zeit dann auf jeden Fall aussehen. Wie kann man euch unterstützen? Also, wir haben auf jeden Fall so viel Geld angespart, dass wir eigentlich keine Unterstützung von irgendjemandem benötigen. Falls ihr uns dennoch unterstützen möchtet, haben wir ja einen Online-Shop mit unseren T-Shirts oder Hoodies, zum Beispiel hier. Und dann würden wir euch das gerne empfehlen, weil wir euch gerne auch was zurückgeben möchten. Und dann wäre das für uns so die beste Möglichkeit. Wenn ihr natürlich kein Interesse daran habt, dann haben wir auch einen Spendenlink auf dem YouTube-Kanal. Die nächste Sache ist natürlich, wo parkt ihr unterwegs, auf Campingplätzen oder wo es gerade so passt. Also in der Regel wird es so sein, dass wir freistehen wollen. Es kommt natürlich immer auf die Situation an, aber bisher haben wir unsere Reisen immer so gestaltet, dass wir eher freigestanden haben. Aber alles weitere dazu werdet ihr auf jeden Fall im Folgenden dann mitkriegen. Gerne den Kanal dafür abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt. Dann werdet ihr unterwegs auf jeden Fall sehen und auch mitbekommen, wie wir das mit unseren Stellplätzen regeln, wo wir stehen, wie oft wir auf Campingplätzen sind oder auch nicht. Die nächste Frage war, wie wir das mit der Krankenversicherung machen. Und ja, wir wollen eine Auslandskrankenversicherung abschließen. Und ja, die geht jetzt maximal ein Jahr. Man kann natürlich auch vorher zurückkommen. Genau, und wenn man dann diese Auslandskrankenversicherung abgeschlossen hat, dann pausieren wir hier unsere in Deutschland. Bei manchen Krankenversicherungen, so wie zum Beispiel bei meiner, gab es da ein bisschen Probleme, weil sie gesagt haben, nee, das geht nicht so einfach, das auszusetzen. Aber wir haben in anderen Videos auch schon gesehen, dass da irgendwie ein spezieller Text dafür geschrieben werden muss, und dann muss eine Krankenversicherung das auch annehmen. Also auch falls ihr irgendwie sowas in die Richtung vorhabt, lasst euch da nicht abspeisen von eurer Krankenversicherung oder sowas. Die sind dazu gesetzlich verpflichtet, das einfach zu machen. Also das heißt, ihr könnt eure Krankenversicherung
pausieren und wenn ihr wiederkommt, dann geht's ganz normal weiter. Bei mir war das alles überhaupt kein Problem. Wie gesagt, bei Julie ein bisschen schwieriger. Ja, jetzt kommt, glaube ich, so ein kleines heikles Thema, was wir ja auch schon angesprochen haben. Ist das nicht in der Corona-Zeit ein bisschen waghalsig zu reisen? Definitiv ist das der Fall. Es gibt ja auch schon andere, ich will es mal YouTuber nennen, die eben ihre Reisen unterbrochen bzw. abgebrochen haben oder auch gar nicht erst angetreten sind. Bei uns ist es so, dass wir auch definitiv gewartet haben. Unser Start war eigentlich am 1. Mai. Das hätten wir einfach vom Zeitlichen auch gar nicht geschafft, ganz ehrlich. Aber trotzdem ist es so, dass wir jetzt gewartet haben und erst Ende Juni losstarten werden. Und so wie es momentan aussieht, ist es auch unserer Meinung nach okay. Und das Ding ist, dass selbst wenn wir jetzt irgendwo feststecken sollten, haben wir halt so einen zeitlichen Puffer, beziehungsweise einfach gar nicht großartig zeitlich geplant, wo wir hinwollen, dass wir auch dann einfach da Zeit verbringen können. Und so sehen wir das ganze Thema. Wir sind da auch relativ entspannt, was das Ganze angeht. Man darf es natürlich nicht übertreiben und natürlich auch mit diesen ganzen Kontakten und so weiter und so fort. Das möchten wir damit jetzt nicht sagen. Aber wir glauben einfach, dass Reisen tut keinem weh, ob wir jetzt hier in Deutschland sind und in Supermärkte gehen, einkaufen gehen, arbeiten gehen oder ob wir jetzt halt unterwegs sind und dort in einen Supermarkt gehen oder einkaufen gehen oder wie auch immer. Ist für uns genau das Gleiche. Natürlich muss man ein bisschen bewahren und gerade schauen, wie das an den Grenzen angenommen wird und so weiter und so fort. Wir respektieren alles, definitiv. Und falls wir irgendwo nicht weiterkommen, dann haben wir immer die Chance, zurückzukommen oder halt diesen Standort dann zu bewahren. Und wir hoffen einfach mal und drücken die Daumen, dass das Ganze gut geht. Vielleicht seid ihr da auf unserer Seite. Jetzt kommt wohl so die meistgefragteste Frage von allen, und zwar, was ist mit Oscar? Haben wir Oscar verkauft? Gibt es Oscar überhaupt noch? Und natürlich, Oscar bleibt bei uns, bleibt in der Familie, ist gut untergestellt, wird definitiv auch nicht verkauft zu diesem Zeitpunkt und auch sehr, sehr wahrscheinlich nicht nach der Reise. Oscar ist mein Alltagsfahrzeug gewesen und bis hierhin auch immer noch. Das muss man ganz klar sagen. Ich bin mit dem Auto jeden Tag zur Arbeit gefahren. Wir haben jede Reise damit bestritten. Das Einzige, was einfach der Fall war, warum haben wir das jetzt nicht mit Oscar gemacht, was wir jetzt vorhaben? Julie hat einfach von sich aus gesagt, sie möchte nicht in so einem kleinen, also kleinen Auto unterwegs sein. Zumindest nicht für die Zeit, die wir geplant haben. Was ich auch vollkommen akzeptiere. Darum haben wir uns nach einem anderen Fahrzeug umgeschaut. Haben dadurch halt eben Fridolin gefunden und auch ich muss jetzt zugeben, dass es natürlich raumtechnisch viel, viel geiler ist und sich dann auch wirklich wie Wohnen anfühlt und nicht wie so ein gezwungenes Etwas. So, das ist der einzige Grund, warum wir das Ganze auch nicht mit Oscar machen. Kein anderer Grund ist da wirklich schuld und Oscar bleibt bei uns, bleibt in der Familie und wird auch danach weiterhin gefahren. Dann haben wir noch eine interessante Frage bekommen, die auch uns interessiert. Und zwar, was ist das für ein Aufbauhersteller? Also dieser Aufbau, der hier drauf ist, ist nicht identifizierbar. Also das heißt, es ist kein Karmann, wie viele denken und wie auch ich oder wir vorher gedacht haben. Allerdings finde ich auch nichts in den Papieren zu diesem ganzen Aufbau. Kleine Information vielleicht für die Experten da draußen. Also falls ihr irgendeine Ahnung habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Uns interessiert es wirklich sehr, wo das Teil hier überhaupt herkommt, wo das gebaut wird, von wem das gebaut wurde. Kleine Info am Rande nochmal. Also grundsätzlich ist das Fahrzeug in den Niederlanden gebaut worden, beziehungsweise auf jeden Fall Erstzulassung ist in den Niederlanden gewesen, ist auf Deutschland umgeschrieben worden, ist auch schon eine Weile hier in Deutschland jetzt unterwegs. Also wir sind nicht die Ersten, die das Fahrzeug jetzt hier in Deutschland führen. Aber wie gesagt, wenn ihr da irgendwie eine Ahnung habt, wo das Teil herkommen könnte oder was das für ein Aufbau ist, immer gerne her damit mit den Informationen und wir werden es dann auf jeden Fall demjenigen mitteilen, der das gefragt hat. Auch für uns sehr interessant. Ja, wir haben auch viele lange Kommentare bekommen. Da werden wir jetzt mal so einen kleinen Ausschnitt rausnehmen. Ihr fahrt mit Fridolin, einem Auto, was bisher keine 5000 Kilometer gehalten hat. Gebe ich demjenigen vollkommen recht. Ist auch schwierig für uns beide, das so umzusetzen. Allerdings ist so eine Reise nicht einfach von heute auf morgen geplant, sondern man überlegt sich natürlich schon,
lange, lange voraus, wie man das Ganze macht, dass man das Ganze überhaupt macht und das durchzieht. Immerhin ist das ja auch ein bisschen eine Zukunftssache, Jobs gekündigt, Wohnung gekündigt und so weiter. Und dass das Problem jetzt mit Fridolin aufgetaucht ist, mit dem ganzen Motor und so weiter, das konnte einfach keiner ahnen und wir sind da dann einfach so gepolt, dass wir es durchziehen. Wir haben es durchgezogen. Fridolin hat jetzt an die 2000 Kilometer gefahren mit dem neuen instand gesetzten Motor. Wir sind toi 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 sehr happy, dass das momentan alles funktioniert und wir sind auch einfach der Meinung und glauben auch daran, dass Fridolin weiterhalten wird. Wenn das nicht der Fall sein sollte, ist das auch kein Beinbruch. Wie gesagt, wir haben uns für nichts festgelegt, wir sind ganz frei in jeder Entscheidung und meinen aber, dass das auf jeden Fall sehr gut funktionieren wird. Ich habe mich hier nochmal so ein bisschen drum gekümmert, was das Technische angeht. Julie hat mir immer fleißig geholfen, mich auch mental unterstützt, was das angeht. Und ich denke, wir können mit gutem Gewissen starten und hoffe auch, dass ihr da in der Hinsicht auch bei uns seid. Wir freuen uns über jede Unterstützung. Es war schon echt der Hammer, was ihr so an Motivationen gebracht habt unter dem letzten Video, wo wir gerade diese Fragen hier rausnehmen. Vielen, vielen Dank dafür auf jeden Fall nochmal. Wir haben eure Fragen jetzt so thematisch beantwortet und hoffen, dass das eure ganzen Fragen ein wenig beantwortet hat. Falls ihr trotzdem noch Fragen habt, könnt ihr sie gerne unter dieses Video schreiben. Dann werden wir das in die nächsten Videos mit einbinden. Und falls euch das Video gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben. Und abonniert uns, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Und ansonsten sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Also, haut rein!